Ja, servus. Ich hoffe, ihr habt einen Samstag auch so gut überlebt wie ich. Auf jeden Fall gestern Abend, warst du schon, mit einem Saubermadler unterwegs gewesen, gell? War voll romantisch. Händchen halten, der Abendspaziergang, Candlelight, Gasmaß. Die Lichter in die Laterne. Warte mal. Ah, so, wo waren wir? Laterne, ja, da war doch irgendwas. Ja, genau, Laternenmaß. Viele Leute haben mich gefragt und ja, jetzt kommt's. Die Laternenmaß ist von den Getränken her eigentlich, könnte man sagen, ja, exquisites Getränk. Also von der Zubereitung her ist die ein bisschen kompliziert. Wird eigentlich auch häufiger kredenzt bei feierlichen Anlässen, wie zum Beispiel Klassenerhalt in der B-Klasse oder irgendwie so ein Scheißdreck. Ja, sowas halt. Aber zuerst einmal zur Zubereitung. Als allererstes, man braucht für die Laternenmaß zwei Gefäße. Einerseits ein, ja, 1 Liter Maßkrug, wie soll es ja anders sein? Und dazu noch ein Sektglas. Am Anfang nimmt man eine Weinschorle. Ja, ich hab's gesagt. Und für die Leute, die wohl jetzt nicht wissen, was eine Weinschorle ist, also ein halber Liter Weißwein und ein halber Liter Zitronenlimo. Vorerst. Ich mach's jetzt zum Beispiel so, ich nehme jetzt nur einen Liter Weißwein, weil vom weißen Limo, keine Ahnung. Das ist so Bob-Says, da poppt dir das Arschloch zusammen, also ehrlich. Welche Art von Weißwein, die ist eigentlich wurscht, die euch halt am besten schmeckt. Also da gibt's jetzt solche und solche, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall, das war's jetzt von der Masse her. Jetzt widmen wir uns zu dem Sektglas. Ganz easy, das wird fast randvoll, also halt fast voll, ganz normal. Mit einem Kirschlikör, der auch zur bekannten Gasmaß beigemischt wird, kommt in das Sektglas. Alles klar, so weit, so alkoholhaltig. Dann nimmst du das Sektglas mit dem Kirschlikör und lass das vorsichtig in die Maß mit dem Weißwein oder auch Weißweinscholle reinfallen. Aber ich hab gesagt, vorsichtig. Das nennen wir jetzt einfach fachgemäß, wie wenn der Motor ins Auto reingebaut wird, Hochzeit. Ja, gut, und wenn es dann alles so ausschaut, wie auf diesem Bild, Achtung, schwieriges Wort, visualisiert ist, dann habt ihr es wahrscheinlich richtig gemacht. Und ich bin mir fast zu 1000% sicher, es gibt jetzt einige Leute, die fragen sich, wie soll man jetzt denn das eigentlich saufen? Ganz easy. Ihr trinkt aus diesem Gefäß ganz fachgerecht, normal, wie ihr es immer aus einer normalen Maßkrug macht. Dabei sollte, also laut physikalischen Grundgesetzen, das Sektglas bündig mit dem, ja, wie sagt man, mit der Kanten halt von dem Maßkrug schlüssig sein. Und dann, wenn man Glück hat, meistens vermischt sich dann der Kirschlikör mit dem Weißwein oder halt der Weißweinschorle. Und dann hat man halt diesen gemischten, guten Geschmack. Und normalerweise, der guten Etiketten wegen, trinkt man das eigentlich nur, wie gesagt, wenn es was zum Feiern geht, in der Gruppe. Und man nimmt auch nicht das Ding und schützt es auf X9 seinen blöden Suffschädel. Ein kleiner Nipperer, ein bisschen so für den Geschmack. Ideal. Macht es in einem gemütlichen Kreis, weil es ist ja ein Genussmittel, so halber gesagt. Und stellt euch vor, es ist wie eine geile Dorfmatratzen. Weißt du, jeder hängt sein Lädchen ein paar Mal rein. Hehehe, guter Witz, gell? Alles klar, das war's im Grunde eigentlich schon. Mehr ist es eigentlich nicht. Hört sich komplizierter an, als das ist. Wirklich, glaubst du es mir? Ja, lasst mir wissen, wie das ihr kennt's, weil ich bin ja immer offen für alles. Für die meisten Rezepte, vielleicht habt ihr andere, keine Ahnung, vielleicht haut ihr ja ganz einen anderen Scheißdreck rein. Ich und unser Kreis heute, ich mache das so und lasst mir wissen, ja, wie das ihr am besten macht. Dann war's das eigentlich schon mit dem Video. Also ich, von meiner Seite her gibt's nichts mehr. Wie gesagt, sauft's bitte nicht so viel. Und für die Leute, die das jetzt zum ersten Mal probieren oder machen, lasst mir bitte wissen, wie es euch geschmeckt hat. Das würde mich echt interessieren. Damit noch einen schönen Nachmittag jetzt wahrscheinlich. Und wir sehen uns beim nächsten, ja, Schmarrn. Serie. Serie, ihr Radlertrinker! Erfolgerät.de gibt's grübige Klamotte. Außerdem habe ich mich schon öfters auf Facebook und Instagram gesehen. Übrigens für alle aktuellen Wischer-Handys eine Vollgerät-App. Und wenn ihr hier auf YouTube aktuell bleiben wollt, dürft ihr mir nur, wenn ihr wollt, gerne abonnieren.